So, wir sind bei Folge 8. Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind bei Folge 8. Wir haben gerade mal hier den zweiten Boss geschafft. Wir brauchen immer noch die Dinger hier. Medium und Medium. Auf jeden Fall müssen wir dann Gambler's Charm. Plus 15 Damage, wenn unter 25% Leben ist. Protection. Aber weniger, verstirbt er eher beim Deathblow, okay. Und hier ist mehr oder weniger normales. 100% Room Battles ist halt. Habe ich denn bei den Wells jemanden, der da irgendwelche besonderen Boni hat? Quick Draw, Hard Nugging. Na. Hier Wells, Scourer und Explorer. Würde ich sie doch schon gern mal mitnehmen. Nein. Nein. Ach, geh weg. Ich will hier reinklicken. Dankeschön. Varens, Hatred of Beast, Lilith, Unyielding. Wenn die kann ich auch mitnehmen trotzdem. Desert Fox, Wild Tactician. Würde ich doch den gerne mitnehmen. Reaperman, Varens, Eulenspiegel, Quick Reflexes, Ruin Scourer. Ich denke, würde ich sie gerne als Frontline mitnehmen. Weil es war ziemlich stark, was ich da machen konnte. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich ein Follow-up habe. Wahrscheinlich dann doch den hier. Night Blindness. Das Problem ist, dass ich auch ein bisschen meine Camping-Skills abstimmen muss. Kann heilen, Stressresistenz geben. Bleitresistenz, 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 das ist nicht ganz so interessant. Die kann singen. Für alle. Die kann Ambush verhindern und sie kann den Stress von jemandem auf jeden Fall um 10 reduzieren, weil es das ja wahrscheinlich immer besser ist, wenn die nicht religiös sind, ist immer noch 15% Heilung. Und 5% Heilung und 5% 5 Stressreduktion. All Companions, hier 10% und Reduce Stress. Das ist eigentlich ziemlich cool. Die Zealous Speech. Was hat sie? Ah, lass mich doch. Self-only Genauigkeit und gegen Monster, die zwei, in Größe von 2 haben, 20% Damage. Plus Crit und Stressresistenz geben. Aber das geht, denke ich. So, was ich jetzt machen muss, wirklich viel Essen mitnehmen. Weil jetzt mal mit 12 gar nicht gereicht, ne? Bei der ganzen Aktion. Deswegen. Mal 20 Essen mit, denke ich. Und auch 16 Fackeln. Vielleicht nehme ich doch jetzt mal sowas mit, wenn sowas doch öfters mal kommt. Kann ich das vielleicht eher benutzen? So. Ach komm. Sicher ist sicher. So. Embark. Hoffen wir mal, das wird jetzt eine bessere Variante als das letzte Mal, wo wir versucht haben zu campen. Da ging es ja nicht so wahnsinnig gut. Da ging es ehrlich gesagt sogar ziemlich nach hinten los, um ehrlich zu sein. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. So, Zoom Battles. Let us burn out this evil. Muss ich fertigstellen. Will ich da reingucken? A spiderweb with strange glow to it. There might be something behind it. Ich guck mal rein. Oh, treasures. Okay. Nice. Take all. Würde ich sagen, gucken wir das nächste direkt auch noch rein. Nothing of interest. Okay, das ist also was Positives, wo ich reingucken kann. Ja gut. Bläh. Boah, ist das ekelhaft. Ektoplasma. 5% Damage, Disorientating Blast, das ist vollkommen egal. Dann kann ich eher. Hier, gebe ich E plus Damage. Buff.
So, Zilla's Accusation. Da greift er die beiden an. So, wir nehmen das Aster. So, tot. Slime. Bleh. Wieder hochheilen. Nochmal einen Buff geben hier, plus Damage. Und sie soll auch ja treffen, was wir nicht gemacht haben gerade. Ih, wieso ist er vorher dran? Bleh, ekelhaft. Das finde ich nicht gut. 6 bis 13. Nice, 13 geholt. Das war kein Room Battle, um genau zu sein. Scouting. Fallen. Shit, den Jürgen, der Fallen lösen kann, glaube ich. Trap 30. 10. 10. 15. Hm, sie noch die beste. Na, herrlich. Hm, ich kann es nur versuchen. Hat sogar funktioniert. Wahnsinn. Ich hätte gesagt, guck mal, erwartet. Ich werde mal mit dem Licht ein bisschen sparsamer sein müssen. Aber jetzt kann ich halt doch schon mal eine Fackel anzünden. Sehr gut, nehme ich mit. Auf jeden Fall. Und gibt es schon einen Kampf? Nee. Muss ich aber hier hingucken, wenn ich den gescoutet habe. Da muss ich auf jeden Fall in die Richtung gucken. Nee, ich will mir irgendein Viech nicht angucken. Nature herself. A victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Auf jeden Fall benutzen, weil ich muss ja auch wieder zurück. Okay, hier ist natürlich nichts. Sehr gut, dann laufe ich halt wieder zurück. Und ich gucke trotzdem nicht in den Tierkadaver rein, weil da ist immer nur ekelhaftes Zeug drin, was mit Debuffs gibt. Ah, jetzt gibt doch. So, okay. Dann gehe ich halt hier hoch. Weil für den Fall der Fälle ist dann Kampf ist. Nein, ich will nicht in irgendein Grab reingucken. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau, muss ich mal so sagen. Oh, jetzt bin ich überrascht worden. Na, herrlich. Und komplett falsch rum. Oh, komplett falsch rum. Nein, ich muss erstmal tauschen. Aber wir greifen trotzdem den Nahkämpfer an. Das ist interessant. Zarte Bleed. Disorienting. Ach Gott, ich lasse mir gar nichts. Oh, der hat einen geilen Angriff. Torch plus 5, Target hier. Stress hier, okay. Ne, ich würde aber gerne mal tauschen, auch, weil der muss auch wieder vorlaufen. Illumination. Ne, hier läuft auch nach hinten. Ich muss mal ein bisschen anfangen mit rumtauschen. So, damit ich wieder halbwegs auf ne, Dingens bin. Hier war noch nicht dran, da kriegt sie auf jeden Fall noch einen Buff. Oh, auf alles. Boah. Oh, ist das ekelhaft. Das ist jetzt wirklich bitter. Oh, Dazzling Light auf jeden Fall mal versuchen. Resistenz. Tja, kann ich mich nur durchschnetzen durch den großen Ektoplasma. Das ist ja ekelhaft. Plug Grenade. Disorientating Blast. Das könnte man machen auf den jetzt, wenn der mal vorne kommt. Damit ich auf den angreifen kann nochmal. Boah. Das ist halt ein großer Ektoplasma machen. Oh, gestunt auch noch, ne? Das ist richtig. Macht das ja richtig Spaß. Das macht das richtig Spaß. Heilung. Okay. Dazzling Light. Nochmal versuchen auf den. Er macht zumindest Schaden. Aber ist nicht gestunt. Plug Grenade. Ist auch nicht vergiftet. Wäre ja zu schön gewesen. So, ich kriege mal den hier weg. So, sehr gut. Fiend falls, a faint hope blossoms. Ih, wieso kann er so weiter nach hinten angreifen? Das ist doch ekelhaft. Smite. Schlägt mal hier wieder zu.
Noch 4 Leben, das Vieh. Das werde ich ja wohl jetzt hoffentlich mal wegkriegen. Jawohl. The victory. Perhaps the turning point. Damage Zone. Das ist 10% Damage minus 4 Dodge. Okay. Kann ich den direkt benutzen? Kann ich das ihr geben hier zum Beispiel? Sie muss nicht unbedingt so viel dodgen. Sie wird ja von hinten geheilt. So. Würde ich zumindest denken. Also ich würde jetzt so sagen, dass er von hinten geheilt wird. Das ist jetzt Sparkle of Coin, I see. Na, sehr gut. Zumindest war es was Positives, also. Bis jetzt habe ich noch nicht so richtig schlimme, negative Sachen erfahren. Ah, Doom Battle. Sehr gut. Die habe ich ja eh gesucht. Mit den Viechern natürlich nicht so geil. Iron Sworn. Den würde ich gerne benutzen. Weil da greife ich die hinteren an. Das finde ich deutlich angenehmer. Die vergiften mich nämlich ziemlich oft ekelhaft. Dazzling Light. Versuche ich mal auf den ersten. Sehr gut gestunt noch. Ja, if you faint. Ja, da hast du wohl recht. Kannst dich selber heilen? Ne, er kann sich noch nicht selber heilen. Oh. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, der kann also zwei dahin angreifen. Das ist immer ganz geil. Zealous Accusation. Zwei dann. Sehr geil. Der ist gestunt. Der kriegt Schaden. Mark Prey, das hat immer nicht funktioniert. Groping Swipe. Das ist ja ein normaler Greifangriff von den Viechern. Mark Prey, diesmal hat es immer geklappt. Ich habe nicht verstanden, was er das macht. Oder Takes More Damage, achso. Okay, kriegt er nur Schaden. Muss ich den mal heilen hier, sonst kriegt der langsam zu viel Schaden. Und ich würde erstmal gerne hier hinten das Vieh wegmachen. Mit dem Iron Swan. Ist eigentlich noch ein anderer? Oh, keine Ahnung. So. Disorientating Blast würde ich gerne auf den machen. Ach, schade. Wäre nämlich aus seiner Position rausgekommen. Wäre wahrscheinlich eine Position, hätte er auch eine Position gehabt, wo er nicht richtig wirken kann. Und beide dodgen. Ach, shit. Shit. Noch ein Versuch. Jawohl. Mmh, 4 bis 8. Sehr gut. Ist der tot? 6 bis 13. Ah, wenn es getroffen hätte, hätte es klappen können. Hat es aber nicht. Das ist irgendwie ein komischer Angriff. Jetzt vergibt es halt vorne alles. Super. Und dass mein Doktor da noch nichts hat zum Heilen, ist echt ekelhaft. Ich dachte, der hat das schon. Sehr gut, die richtigen ausgewählt. Ich bin mir echt nicht sicher, wen ich zuerst nehmen soll. Escape Cloud. Ah, das ist genau das Vieh, was mich alles vergiftet. Bäh. Der kriegt's halt nicht hin. Dazzling Light. So, muss sie es halt machen mit ihrem magischen Licht. These nightmarish creatures can be killed. They can be beaten. So, mal reinschauen. It's trapped. Ach, shit. Damnation. So, Scouting. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe lieber durch einen Kampf als durch eine Falle, muss ich ehrlich sagen. Oh, gegen die vielleicht nicht. Gegen die vielleicht nicht. Ja, die Deutschen beide. Oh Mann. Oh Gott, das wird richtig wehtun. Das tut es richtig weh, wenn die beiden da schießen dürfen auf alles immer. Ich glaube, ich soll danach vielleicht doch mal rasten. Oh, ein 10er Crit. Au. Die machen richtig übel Schaden. Aua. Sechs bis 12. Jawohl. Problem ist, dass die echt wenig Leben haben jetzt.
Gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir gar nicht. Disorienting Blast auf den da, damit er vielleicht mal aus seiner blöden Position. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kann ich nämlich, glaube ich, nicht so perfekt mehr arbeiten. Der ist richtig slicen, das. Oh, vielleicht doch. Au, wieso kann der von da hinten so eine geile Attacke machen? Das ist doch scheiße. 3 bis 7. Rushed Shot. Das ist aber auf jeden Fall weniger Schaden. Oh Gott, die sind halt so gut wie tot. Die sind halt echt so gut wie tot. Der ist gerade gefährlicher. Ich hätte gerne mal ein Party hier. Weil alle gerade relativ wenig Leben haben. Nicht so richtig fair sein kann, dass er noch schießen wird. Das trifft schon mal nicht, das ist sehr gut. Shank. Au. Ich bin alles so low. Sechs bis zwölf. Ah, shit. 4 bis 8. 4 bis 8. So, dann macht erstmal den weg. Der auf jeden Fall nicht mehr drankommt. Nochmal ein Party hier. Ach, war da nur einen hier. Das ist nicht so geil. Komm schon, triff. Jawohl. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Eat. Ich kann eigentlich auch mal rasten, denke ich. Gehe ich noch hier rein? Kommt kein Kampf, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich raste jetzt hier. A spark without kindling is a goal without hope. Gutes Essen würde ich auf jeden Fall sagen. Use Camping Skills. Was kann sie denn heilen? Ambush. Reduce Stress, das kann er. Er kann jemanden 50% heilen. Das wäre vielleicht ganz günstig. Auf sie zum Beispiel. Sehr gut. Und er kann auch den Stress und das Heilen machen, auf jeden Fall. If afflicted is used Stress, bitte 40, okay. So, und wir sagen, sie heilt auch nochmal möglichst alle. Ach no, One Companion. Das ist böse. Heal 20%. Kann der auch sich selber heilen? Nein, der kann nur auf jemand anderen heilen. Dann würde ich sagen, muss er sie heilen, damit sie möglichst lange überlebt. So, ich glaube, mehr kann ich nicht mehr machen. Rest. Left Shed ist der. Ich habe zumindest wieder ordentlich geheilt. We march to victory. In Radiance may we find victory. So. Zumindest deutlich mehr Lebensenergie als vorher. Also es sieht deutlich, deutlich besser aus jetzt. Das war schon eine ganz gute Variante. Ach Gott sei Dank. Grave Nippel. Ich habe wieder mit 100 Licht angefangen. Direkt mein Crit. Ehrlich. Direkt mein Crit. Das war den hier noch ein bisschen hochheilen. In Crit mit Stun. Na geil. Hat man ja richtig Spaß, muss ich mal so sagen. So, was mal die Viecher da. Vergiften geht nicht, okay. Das ist scheiße. Wie oft die angreifen, ey. Jawohl, sehr gut. Das ist ein geiler Schlag gewesen. Schon mal die Hälfte der Angriffskraft weg von dem. Gestunt. Und nur Dingens gesetzt. 4 bis 8. So, tot. Und den auch noch töten, sehr gut. As victories mount, so too will resistance. Ich habe echt noch jede Menge vor mir und ich habe jetzt schon so niedriges Leben, das ist echt nicht so geil. Unburn Torch, take on.
Auch kein Room Battle. Dann muss ich halt weiterlaufen. Trap. Ambushed by foul invention. Shit. Ich war nichts gescoutet gerade. Was ist das? Okay. Ich guck nicht in Gräber rein. Kann machen, was er will. Shit. Aber ich bin überrascht zumindest. Iron Sworn würde ich gerne auf die machen. 6 bis 13. 7. Schade. Heilung. Auf jeden Fall. 3 bis 7. 8 Schaden insgesamt. Und sie, wir haben beide Hände vergiftet. Das ist schon mal nicht so ganz so schlecht. Das ist schon so wie tot hinten. Oh Gott, das ranziehen. Shit. Wicked Hack. 6 bis 13. Bis 8, da könnte man den rausnehmen. Shit! Ist der nicht getroffen? Kacke, Mann! Sie hat den Minus-Dodge, ne? Und die trifft, dodgt alles, das ist schon geil. Dazzling Light. Kann ich nur auf die beiden machen? Nehmen den mal wieder raus. Dankeschön. Das ist schon Incarnation, das ist einfach nur Stress plus. Das ist zum Glück nicht ganz so kritisch, finde ich. Weniger Stress. Sie ist gestorben und macht Gift, sehr gut. Eldritch Pull, der nächste Vorzug. Ach shit, wenn meine Nahkämpfer komplett hinten stehen, das ist doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. 4 bis 8. Also, wenn nichts mehr dran ist, tot. So, geht wieder nach hinten wieder. Hier ist noch mal ein Stück nach hinten, dankeschön. 7 Schaden halt auf meinen Doktor, ey. Ich mach den jetzt platt. Eigentlich doch. Wenn du dran bist, schubst du eh, von daher. Egal. Tekko, sogar wieder Essen gefunden. So, sortieren. So. Und weiter geht's. Wie viele Räume habe ich noch vor mir? 3. Muss ich schaffen. Komm schon. Auf jeden Fall habe ich genug Fackeln dabei, die kann ich deswegen noch zünden. Und genug Essen auch. Die hast du mit dem Essen deutlich besser geklappt. Da kann ich reingucken, denke ich. Okay, find something. Hold up. Nochmal hier Licht und so, ne? Ich nicht wieder überrascht werde von irgendwelchen komischen Viechern. Ey, die sind so schrecklich, die Viecher. Die haben so nicht viel Leben, aber die sind so schrecklich, dass sie zuerst dran sind. Die haben echt viel Speed. Ich bin gerade echt froh, dass schon die ersten zwei daneben gegangen sind. Und da trifft's. Und gestunt. Ist vollkommen egal. Ich kann die ersten zwei mal anschreien, dass sie gestunt sind. Da kriege ich mir zwar einen Debuff dafür. Ah, das ist nur der eine gestunt. Shit. Dann war der Debuff das nicht so richtig wert. Die haben auch beiden Gift, bei dem Gift widerstanden. Dafür sterben sie halt jetzt, wenn ich das so mache. Ich hätte immer zuerst dran sein, also schrecklich. Ach Gott, ein Crit. Vier bis acht. Sehr gut, tot. This expedition at least promises success. Wir müssen noch ein System einbauen, dass ich mich einfach auch so heilen kann, ohne weiterzulaufen, dass ich irgendwie dann Zeitverbrauch oder sowas. Scouting. Schon mal kein Kampf bis zum nächsten Raum. Und im nächsten Raum anscheinend auch nicht. Oh shit. Oh shit. Tja, ich muss ja mit den Händen durch.
Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Contents are yours. Okay, sehr gut. So, hier ist auch nix. Letzter Raum. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt alles. Trap. Oh, fuck. Curious is the trap maker. Aber er hat zum Glück dem Gift widerstanden. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Eat. Sehr gut. Doch genug. Gut, dass ich genug Essen mitgebracht habe. Wie viel Essen habe ich jetzt eigentlich noch? Oh, doch noch 12. Okay, dann hätte ich noch nicht so viel gebraucht. Aber es kann ja nie wissen, wie viel ich hier laufen muss. So, letzter Kampf wahrscheinlich. Ja. Das sieht gar nicht so schlimm aus bis jetzt. Vor allem, da die surprised sind, ist das ein ganz guter Ausgangspunkt. Damage plus 5% würde ich dem erstmal geben. Den Buff. Weil der kann erstmal beide angreifen. Nice! Doppelcrit. Der war nice. Der war richtig nice. So, das gucke ich hier nochmal rein. Ja. Nice trap. Bleed, na gut. Das ist nicht ganz so schlimm, weil ich gehe ja eher raus. Aber sehr gut, wir haben es auch geschafft. Das war dann Folge 8. Man sieht da ziemlich viel Zeug eingebracht. Nice. Das funktioniert gerade. Jetzt läuft es ein bisschen. Also ich angucke wieder fast 10.000 Gold. Nett. Und plus 3 Resolve XP. Winded. Okay, kriegt weniger Speed, wenn es zu niedrig ist. Faceless. Weder beten noch. Ich habe nur geguckt, was Flagellight ist. Wahrscheinlich irgendwie der Messer helfen oder sowas. Aber dafür weniger Upgrade Cost. Hatred of Mankind gegen Menschen. Stressresistenz und Schaden. Und ist aber langsamer, wenn das Licht über 75 ist, okay. Das ist krass. Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent. Na super. Ich habe 1000 Gold gespendet, nachdem ich mich da über. Ja, nachdem ich überspendabel geworden bin. Super. Beim Beten, Alter, seid ihr behindert. Desert Fox and Apprentice Level 1. So, dich Desert Fox, ich muss ich gleich mal hier. Moment mal, ich hatte ich doch gerade. Moment, Quatsch. Guild, ist das da, wo ich die Sachen. Genau, das hier brauche ich auf jeden Fall für dich. ...16.000 habe ich, da kann ich vielleicht auch mal hier in Zealous Accusation Stufe 2 lernen. Würde ich sagen. Und von Shirley mal ein Heal Stufe 2. Und von Lily wahrscheinlich auch mal ein Heal Stufe 2. Und ein Party Heal. Das sind die wichtigsten Sachen. Ein Party Heal hier auch noch ein bisschen hochwappen. So, und dann habe ich hier nämlich Party Heal 2 auf jeden Fall. Und dann 4 bis 6 Einzel Heal. Halte ich für sinnvolle Investitionen. Und Shirley muss ich auf jeden Fall schicken. Wenn not Prey of Flagellate, dann gehst du halt hier hin. Shirley, du gehst auch spielen hier. Komm, zack. So, die anderen sind eigentlich noch nicht so hart gestresst, dass ich die jetzt irgendwo hinschicken müsste, denke ich. Wir sagen, das war dann für die Folge 8 für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Leute. Bis bald.